Ahoi, ich bin hier vom Dresdner Zoo, in welchem diesen Sommer ein neues Affenhaus gebaut werden soll. Das aktuelle Affenhaus ist überhaupt nicht artgerecht und deshalb soll es das neue geben. Aber auch mit diesem gibt es einige Probleme. Denn momentan ist noch gar nicht sicher, ob das geplante Affenhaus auch Richtlinien zur Haltung von Menschenaffen entspricht oder ob auch dieses viel zu klein ist. Denn die Pläne für das Affenhaus wurden viel zu spät veröffentlicht, sodass ExpertInnen sich noch gar nicht angemessen dazu äußern konnten. Was wir aber bis jetzt wissen, ist, dass das Affenhaus insgesamt 17 Millionen Euro kosten soll, von denen 15 Millionen Euro von der Stadt kommen sollen. Und dass es vermutlich wieder zur Zucht kommen soll. So steht es zumindest in der Zeitung. So oder so ist eine Haltung von Menschenaffen in Zoos unethisch, da die gar keine artgerechte Haltung gewährleisten können. Zum Beispiel brauchen Orang-Utans eine Revierfläche von mehreren hundert Hektar. Deshalb fordern wir Piraten, dass das geplante Geld dafür eingesetzt wird, dass die Affen in einer Auffangstation unterkommen. Am 14.04. um 17.30 Uhr ist die nächste Sitzung im Stadtbezirksbeirat der Altstadt. Diese ist öffentlich, ihr könnt also dahin gehen. Außerdem könnt ihr im Vorfeld mit den StadtbezirksbeirätInnen reden und von ihnen einfordern, dass sie gegen den Bau des neuen Affenhauses stimmen.